Hallo meine Lieben, heute mal nicht aus dem Gewächshaus, sondern aus meinem Büro, was leider noch nicht richtig gut schallisoliert ist, aber ich versuche mal mein Bestes, nachher aus der Tontechnik rauszuholen. Ja, heute mal ein etwas ernsteres Thema. Wir wurden schon etwas her im September abgemahnt vom IDO-Interessenverband. Ja, das war schon ein ziemlicher Schock. Hier steht in der Überschrift wettbewerbsrechtliche Abmahnung. Ja, wir waren gerade nämlich auf dem Weg zum Einkaufen. Ich habe noch schnell in den Briefkasten geguckt, ausgepackt und dann stand das da. Ja, dann war der Einkauf auch gelaufen und ja, ich werde jetzt mal darauf eingehen. Aber zunächst einmal ist mir auch aufgefallen, wenn ich jetzt hier bei eBay mal ein bisschen rumscrolle, haben wir jetzt zwei Angebote mal rausgesucht. Nämlich zum Beispiel hier The Green Death bei eBay. Erstens, er ist als privater Verkäufer drinne, genauso wie hier Carnivorous Garden, ebenfalls als privater Verkäufer drinne, bieten Erde an. Erstens, das ist, wenn ich mir jetzt noch die Bewertung angucke, letzter Monat, dann ist das nicht mehr Hobby, sondern das ist schon gewerblich. Genau das gleiche hier beim Carnivorous Garden. Die beiden sind jetzt nur Beispiele, die sind mir jetzt sofort ins Auge gefallen. Er verkauft auch relativ viel und das darf man nicht, denn auch als Privater kann man abgemahnt werden und das interessiert dann auch besonders die Steuerbehörde, weil die dann natürlich schätzen wird, wie viel Umsatz man macht und dann wird das richtig teuer. Deswegen appelliere ich auch an euch Privaten, euch als Gewerbliche anzumelden, weil es wesentlich sicherer ist und das Finanzamt dann glücklich ist und ihr nicht einfach von jemandem angeschwärzt werden könntet, beziehungsweise dieser IDO-Verband kann euch genauso abmahnen, weil ihr ein Interessenkonflikt besteht zwischen seinen gewerblichen Anbietern und euch. Nur als kleiner Hinweis. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Thema. In diesem Schreiben steht nämlich zunächst, sehr geehrter Herr Savic, wir nehmen die Interessen der unserem Verband angehörenden ca. 2600 unmittelbaren Mitglieder. Jetzt kommt erstmal eine Aufzählung der verschiedenen Branchen, also eigentlich fast alle Branchen haben sie vertreten. Da soll natürlich erstmal sagen, ja, wir sind super mächtig. Zu unseren Mitgliedern gehören auch Shops, die ihre Ware bei eBay verkaufen. So. Anscheinend soll sich jemand beschwert haben, dass ich einige Sachen falsch mache, dass ein Wettbewerbsverstoß ist und deswegen werde ich abgemahnt. So, dann kommt natürlich ein paar Seiten Gerichtsurteile. Das soll natürlich wieder unterstreichen, wir haben recht, mit uns darfst du dich nicht anlegen, bezahl, was wir am Ende von dir verlangen. Ja, und dieses Thema regt mich so sehr auf. Ich habe es jetzt zum Glück ad acta legen können, um mal den Schluss vorwegzuholen. Aber ich habe mir trotzdem hier einen Tee gemacht und ich oute mich. Ich bin Bayern-Fan. Ach so. Und meine Frau hat wunderbare Kekse gebacken. Die esse ich jetzt auch ab und an. Zwischendurch meine ich. Ja. Nachdem sie natürlich erstmal ihr Glied auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, wer der Boss hier ist, kommen Sie zu den Punkten, die ich falsch gemacht habe. Zum einen steht hier die Angabe der Lieferfrist. In der Regel wird das Paket innerhalb von 2 bis 3 Werktagen zugestellt. So ist wie es bei mir steht. Sie monieren jetzt, dass das Wort in der Regel da nicht drin stehen darf, weil was passiert, wenn nicht die Regel eintrifft? Muss der Kunde dann 2 Jahre aufs Paket warten? Okay, haben Sie recht. Muss sich ändern. Habe ich dann auch natürlich gemacht. Dann kommt noch als nächster Punkt, Sie präsentieren Waren in Fertigpackungen nach Gewicht, ohne den Grundpreis zu nennen. Haben Sie wieder recht, das ist der kleine Preis, der immer in der Nähe des Hauptpreises steht, 50 Cent je Liter zum Beispiel oder je 100 Gramm. Das steht normalerweise bei eBay immer drin, aber wenn du zum Beispiel ein kleines Thumbnail hast auf der Startseite und Werbung schaltest, dann steht das da nicht drin. Und genau das kann moniert werden und das kostet richtig viel Geld, wenn der Kunde nicht sehen kann, was der Grundpreis ist. Jetzt kommt der dritte Punkt, den finde ich ziemlich lachhaft, weil ich so etwas noch nie gehört habe. Als ein in der EU niedergelassener Unternehmer, der Kaufverträge eingeht, online
bla bla bla, sind Sie verpflichtet, im Falle des Betriebs einer kommerziellen Website einen Link zu einer EU-Website zu setzen, auf der der Kunde bei Streitigkeiten online alles beilegen kann. Jetzt kommt das Geniale. Ich muss das zwar in meinem Impressum stehen haben, aber ich kann einfach dann den Satz schreiben, ich möchte das nicht machen, Punkt. Hat der Kunde nichts von? Ich bin raus, aber ich muss es drin stehen haben. Hast du da schon mal was von gehört? Nein, ich nehme mich auch nicht, sondern die Beschwerde geht eigentlich normalerweise direkt an den Verkäufer und nicht erstmal über die EU-Behörde. Bedeutet natürlich mehr Bürokratie und das liebt die EU ja so gerne. Das waren dann auch die Anschuldigungen und dann soll ich innerhalb von 7 Tagen, ich habe an einem Freitag das bekommen, innerhalb von 7 Tagen soll ich die Unterlassungserklärung unterzeichnen und natürlich auch das Geld bezahlen für die Abmahnung, in diesem Fall 232 Euro. Was steht denn hier so in der Unterlassungserklärung? Dass ich, Michael Savage, alles, was ich gerade schon genannt habe, muss ich einstellen und so weiter und so fort. Wenn ich dagegen verstoße, pro Punkt, können die mir dann Strafen von 5, 7, 10.000 Euro aufbrummen, die ich zu zahlen habe, weil ich diesen Wisch hier unterschrieben habe. Ja, dann habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich unterschreibe das, zahle die 232 Euro und stelle mein Unternehmen ein, weil du dann auf deren Liste kommst und sehr intensiv beobachtet wirst, weil jeder kleine Fehler, den du machst, wenn sie dann natürlich ausschlachten und das Geld fordern, weil du den Wisch unterschrieben hast. Übrigens halte ich nichts von diesem Karnevalsverein. Ich habe das Gefühl, dass da nur Anwälte arbeiten, die dermaßen verbittert sind und nichts in ihrem Leben erreicht haben und nur noch Dienst nach Vorschrift machen und froh sind, wenn sie Feierabend haben. Naja, ich möchte mich jetzt nicht weiter drüber aufregen. Ja, was blieb mir übrig? Ich habe mir natürlich einen Anwalt genommen, weil ich das so nicht auf mir sitzen lassen wollte, weil ich bin ein super, mega kleiner Unternehmer und so etwas steht in keinem Verhältnis. Aber wenn sowas vor Gericht kommt, kann diese Masse an Punkten so aufgebläht werden, dass es am Ende um einen Streit wird von 30.000 Euro. Jetzt so viel Umsatz mache ich in 5 Jahren nicht. Dementsprechend habe ich einen Anwalt genommen und wie sah die Verteidigung aus? Mein Anwalt hat einfach dann geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn Sie 2.600 Mitglieder haben sollten, würden wir gerne eine Liste anfordern, wer denn diese Unternehmen sind und wer überhaupt jetzt diese Klage bei Ihnen eingereicht hat gegen uns. Weil es kann auch sein, dass ihr gar kein einziges Mitglied habt und das aber nur schreibt, denn Papier ist ja geduldig. Ja, und das Zweite, was sie dann geschrieben haben, ist, dass wir das sofort natürlich beheben werden, die ganzen Fehler. Da haben sie mich recht. Aber ich muss diese Abmahngebühren weder bezahlen, noch werde ich sie bezahlen. Ja gut, dann wurde es hingeschickt. Das war natürlich noch vor den 7 Tagen Frist. Ich habe natürlich alles geändert. Und jetzt kam vor 3 Wochen endlich das Schreiben meiner Anwältin, dass nichts gekommen ist von diesem Karnevalsverein, IDO, Interessenverband, und sie damit das Thema ad acta legt. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Ich habe 500 Euro verloren, beziehungsweise 595 Euro, weil ich doch die Steuer zahlen muss. Ich habe daraus gelernt, dass Deutschland ein wahnsinnig gutes, ein großes Bürokratiemonster ist, wenn es darum geht, eine Unternehmung zu gründen. Das ist eine reine Katastrophe, was man alles beachten muss und. Nochmal an die privaten Verkäufer, haltet euch bitte an das Gesetz, werdet gewerblich, weil ansonsten kann euch irgendein Mitbewerber anschwärzen und ihr werdet dann von der Steuerbehörde besucht und das wird noch teurer als diese 595 Euro Anwaltskosten, die ich jetzt bezahlt habe. Gut, ich habe das Verfahren gewonnen. Ein Rechtsschutz nützt mir nichts, denn meine Anwältin sagte, das bringt in dem Sinne nichts. Da muss ich mich aber nochmal informieren. Ja, ich werde jetzt meinen Shop weiter bearbeiten. Ich bin nämlich dabei, jetzt alles auf Weihnachten umzustellen. Da passt ja auch dieser Pullover dazu. Wie ihr hier jetzt sehen könnt, ich habe zum Beispiel bei den Substraten angefangen, überall die Bilder auszutauschen mit Weihnachtsmotiven.
Ich denke, das wirkt auch ein bisschen angenehmer auf meine Rechnungen und Pakete klebe ich jetzt solche kleinen, entschuldigt, solche kleinen Aufkleber auf. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh, es ist der 26.11. Aber die Leute bestellen halt eben Richtung Weihnachten nicht mehr so viel, weil es Winter hat und wer topft da schon seine Pflanzen um. Das Geschäft kommt dann eher im Frühjahr. Ja, ich konnte mir endlich diesen Schmarri hier von der Seele reden. Das war auch wirklich eine Katastrophe, als ich das gekriegt habe. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Es lohnt sich, dagegen aufzubegehren und gebt diesen Karnevalsvereinen keine Chance. Wehrt euch, auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Im Endeffekt seid ihr trotzdem im Recht. So, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig. Mir geht es jetzt wesentlich besser, nachdem ich mir das von der Seele reden konnte. Bleibt gesund und rutscht nicht aus, wenn es bald fröstelt. Tschüssi.